Wenn wir jetzt die Bücherei von damals mit der heutigen vergleichen? Ja, das ist überhaupt kein, man kann das gar nicht vergleichen. Das ist eine Einrichtung der Stadt München, die derartig zu loben ist für, das sage ich jetzt nicht, weil ich hier lese, sondern ich finde es, für ein paar Pfennige besorgen sie praktisch ja jedes Buch. Und wo kann man das, wenn man daheim vollstehende Bücherschränke hat? Ich kaufe keine Bücher mehr, ich weiß ja nicht mehr wohin damit, aber hier kann ich sie lesen. Also diese Errungenschaft, die ist durch eigentlich nichts zu bezahlen und für Rentner mit der Jahresgebühr also praktisch geschenkt. War denn damals die Bücherei genau wie jetzt in der Abwicklung der Ausleihe? Ja, das war ungefähr so ähnlich. Nur es musste alles von Hand geschrieben werden. In ein kleines Buch rein. Und ich weiß nicht mehr, wie lang die Leihfristen waren. Die habe ich aber nie überschritten. Also das ging immer gut. Und so allgemeine Kinderbücher wie Johanna Spyri, die Heidi und so weiter, das hatten wir alles zu Hause. Das habe ich noch von meiner Mutter bekommen. Und Trotzkopf. Und Nils Holgersen, Reise mit den Schwänen. Ich habe eigentlich als Kind von dem Moment an gelesen, wo ich die Buchstaben zusammengebracht habe, also ungefähr im siebten Lebensjahr an. Und dann gab es ja damals noch kein, also sage ich immer so bei den Enkelkindern, kein Toilettenpapier, sondern das ist in Stücke gerissene Zeitung gewesen. Und damals, meine Eltern hatten die Münchner Neueste Nachrichten und die ist dann kleingeschnitten worden. Und auf der Toilette hat meine Mutter, liest du da drinnen schon wieder? Und so. Weil es war auch nicht unbedingt immer gewünscht. Also meine Mutter hat sehr genau geschaut, dass ich, was ich lese. Und bei manchen Sachen hieß es einfach Fantasie beschmutzen. Und das braucht es nicht. Also Liebesromane oder sowas, das wäre damals nicht in Frage gekommen. Ich weiß noch, mein erster Liebesroman, das war der Wetterwart von Heer. Und da kam so eine ganz kleine harmlose Szene vor, die habe ich dann also mit Genehmigung lesen dürfen. Aber es gab etliche Bücher, später John Steinbeck oder sonst irgendwie, wo meine Mutter auch mit 20 mir noch erklärt hat, ja, das musst du nicht lesen. Also, und ich habe da auch gefolgt. Es war nicht so, dass ich mir das heimlich geholt hätte. Und da ist dann ganz genau, Sigrid Unset dürfte man lesen, Ina Seidel, Wunschkind dürfte man lesen. Ich weiß nicht, sie sind so viel jünger. Die Barrings waren so etwas, was ja auch immer war, die ersten Bände von manchen, wie zum Beispiel die Barrings, waren ja doch eine sehr gute Beschreibung des ostpreußischen Lebens. Diese Rittergüter von damals und so weiter. Und dann der zweite Band war schon ein bisschen dünner und der dritte, der war so halt richtiger Tritsch-Tratsch-Roman, falls Sie die Bücher noch kennen. Ich habe zwei Bände heute noch zu Hause stehen und ich wollte sie mal einem jungen Menschen zu lesen geben und habe dann wieder, und da habe ich gedacht, das ist viel zu altmodisch, das sind keine Interessen mehr für die jungen Leute. Und so war es bei vielen Sachen, die man damals als Literatur, gerade die Sigrid Unset hat ja einen Nobelpreis gekriegt. Und das waren einfach die Zeiten anders. Auch bei Filmen, ich war 21, da ist der Reigen von Max Ophüll gelaufen. Und er war damals ein guter Film. Er war natürlich schon ein bisschen. Und dann hat mich mein seinerzeitiger Chef gefragt, haben Sie den Film schon gesehen? Und da habe ich gesagt, das will meine Mutter nicht. Na, dann folgen Sie Ihrer Frau Mutter, hat er dann gesagt. Also so waren damals die Zeiten, wenn man aus einer behüteten Familie kam.